hilft Wissen entscheiden in turbulenten Zeiten. Um das geht es heuer am MPO-Tag. Die Frage, die wir da diskutieren wollen, ist, in welcher Art und Weise Wissen, und zwar wissenschaftlich aufbereitetes Erklärungswissen, bei Entscheidungen in Politik und Non-Profit-Praxis helfen kann. Wir werden dazu gemeinsam mit Projektpartnern unterschiedliche Studien präsentieren und diskutieren und ein Stück weit auch darauf reflektieren, was man heute so allgemein unter dem Thema postfaktisches Zeitalter, jenseits der Faktengläubigkeit, Alternative Facts und Entscheidungen aus dem Bauch heraus diskutiert. Wir glauben, dass Erklärungswissen, wissenschaftliches fundiertes Erklärungswissen nach wie vor eine relevante Bedeutung zur Verbesserung der Entscheidungsqualität hat. Aber um das mit uns zu diskutieren, kommen Sie zum MPO-Tag am 12. Juni an die WU. Zur Frage, was mir persönlich in meinem Leben bei Entscheidungen geholfen hat, dann ist immer eine Kombination von Intuition auf der einen Seite und einem gesunden Realitätsbewusstsein auf der anderen. Also gute Entscheidungen haben sich oft im Nachhinein sehr emotional und intuitiv angefühlt, sind aber richtig verankert gewesen in der Realität, wenn man so will. Interessanterweise, das weiß man auch aus der Führungsforschung, diejenigen sind die besten Führungskräfte, die auf der einen Seite ihre Werte haben, ihre Visionen vertreten können, fast schon ein bisschen wie Spinner oft wirken, aber auf der anderen wirklich mit beiden Beinen auf der Erde stehen, sich selber richtig einschätzen, ihre Leute, ihre Organisation und ihre Entscheidungen auf dieser Einschätzung und damit Informationen gründen. Fakten sind natürlich nie nur Fakten, sie wollen interpretiert werden, ihnen muss Sinn verliehen werden. Das wollen wir mit Ihnen am NPO-Tag machen. Wir präsentieren Forschungsergebnisse aus unterschiedlichen Bereichen und wollen die mit Ihnen gemeinsam verstehen und diskutieren. Am heurigen MPO-Tag am 12. Juni geht es um etwas Grundlegendes und gleichzeitig auch sehr anwendungsorientiertes. Wie kommen wir zu einer Entscheidungsfindung? Wie faktenbasiert, wie fundiert treffen wir Entscheidungen? Wir haben derzeit den Begriff des postfaktischen Zeitalters in der Diskussion herumschweben. Gleichzeitig besteht der Anspruch, evidenzbasiert Entscheidungen fällen zu müssen, zu sollen. Und gerade dieser Anspruch trifft auch nicht gewinnorientierte Organisationen, die öffentliche Hand, Sozialunternehmen. Und hier stellt sich die Frage, wie sehr kann Wissenschaft, wie sehr können angewandte Forschungsprojekte, praxisnahe Forschungsprojekte dazu beitragen, dass diese fundierte Entscheidungsfindung möglich wird. Wir werden anhand von Fallbeispielen aus verschiedensten Bereichen, Branchen am MPO-Tag diskutieren und aufzeigen, wo es gelungen ist und wo nicht. Und ganz spannend wird genau hier die Diskussion mit Auftraggebern, die wir eingeladen haben, sein, die dann berichten werden und mit uns gemeinsam aufbereitet zeigen werden, wo und wie Projektergebnisse, Forschungsergebnisse in Entscheidungen eingeflossen sind. Ich würde mich sehr freuen, Sie am 15. MPO-Tag, am 12. Juni am Nachmittag genau zu dieser Diskussion begrüßen zu dürfen und mit Ihnen dieses spannende Thema aufzuarbeiten.